Willkommen zurück zu einer neuen Folge Styx, Master of Shadows. Wir sind jetzt in Folge 10, Alter. In Folge 10 und immer noch in der ersten Mission, in der Tutorial-Mission. Das ist doch total bescheuert. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann hier nicht runter. Und hoch ist irgendwie gefährlich, weil der Typ hier die ganze Zeit vorbeikommt. Lalalala, wir machen ein bisschen Training. Den Hin- und Her-Hangeltraining. Können ja auch nicht, können wir den jetzt. Oh, hast du Husten? Bist du krank? Nicht, dass dich der Tod irgendwie ereilt. Dreh dich mal mit weg, Glatzi. Scheiße, der geht nicht mit. Der Typ hat noch ein Wurfmesser. Ist das noch ein dritter? Alter, hier sind ja richtig viele Typen. Scheiße. Gibt es irgendwo eine Kiste oder einen Schrank, wo wir uns reinstellen können? Da hinten, ja. Aber da komme ich nicht ungesehen hin. Ah, jetzt kann ich dich erwischen. Dann kann ich die Fackel ausmachen. Irgendwer hat das gehört, aber nicht weiter kommentiert. Dann nehmen wir uns den Typen mal und bringen ihn weg. Du hast nichts gesehen, Junge. Hör auf, mich damit zu belästigen. Oh, ist das ein Schrank? Jetzt müssen wir richtig vorsichtig sein. Der pennt, oder? Okay, den können wir jetzt erwischen. Psst, ganz ruhig. Du bist still, Junge. Och nö. Nö, das war gemein. Das machen wir nicht so. Vielleicht muss ich erst den Diener weghauen. Das wäre möglich. Das können wir mal probieren. Wir probieren mal. Das machen wir. Wir probieren, den Diener zuerst zu erledigen und wegzuschaffen. Dich kriegen wir jetzt weg, ohne dass das jemand merkt. Nein, du hast ja nichts gesehen. So, Fackel Nummer 1 ist aus.
Wo sind denn die beiden Halodris? Oh, da sind sie. Na komm, geh mit. Kann ich gemütlich hier die Fackel ausmachen? Oh, shit. Hör auf, Alter. Mach mich nicht schwach jetzt hier. Du bist doch am Schlafen. Wie kannst du uns denn entdecken? Getting a bit dry around here. Arschloch. Fiese Sau, Alter. Alter. Oh. Jetzt kommt's drauf an. Dann den Diener. Okay, wenn wir den Diener haben, der andere hat's nicht gecheckt. Alter, was willst du denn hier? Der macht die Fackel wieder an. Ich werd bekloppt. Mach die wieder aus, ne? Weißt du schon. Habt ihr euch jetzt wieder eingetänzelt? Ja. Ganz entspannt, Jungs. Ganz gechillt. So, du hast mich verraten letztes Mal, Alter. Du kommst jetzt weg. In diese Ecke vielleicht? So. Alles klar, Leute, jetzt seid ihr als nächstes gleich dran. Geh los. Machst du gut. Schön stillhalten. Du kommst in die Kiste. Und tschüss. Dann machen wir hier einmal aus. So. Lebenstrank mitnehmen. Der andere pennt doch, oder? Nice, Alter, nice. Das klappt auch wie am Scharnürchen. Nehmen wir uns nochmal sein Wurfmesserchen mit. Keine Ahnung, können wir den hier runterschmeißen? Nee. Gut, der ist halt auf dem Balkon eingeschlafen. Das passt schon. Ist hier noch irgendwo eine Münze vielleicht? Ich weiß nämlich nicht, wie man hier regulär hinkommen sollte. Ah, doch, einfach. Okay. Nochmal ein bisschen orientieren. Was ist denn das hier? Ach, okay. Ah, ja. Okay, alles klar. Ich weiß wieder, wo wir sind. Hier hatten wir diesen Rotkäppchen-Heini auf dem Balkon erledigt. Ah, dann sind wir so hier lang. Ja, da gab's Sand. Ah, okay. Und hier sind wir noch nicht weitergegangen, offenbar. Ich will aber nochmal da hoch. Ist das das Standardgemach, wo wir schon drin waren? Oh man, da waren wir doch schon. Oh, das hat uns fast gekillt.
Naja, kann ja mal passieren, ne? Hehehehe. Ist hier noch was drin? Können wir hier durchlatschen? Ja. Hier sind, die sind ja schon tot hier, das waren wir aber nicht. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay, da ist offensichtlich eine Falle. Na toll. Das kann ja keiner ahnen, dass da jetzt eine Falle war. Mann, Scheiße. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ah, okay, das Spiel war nett und hat hier geautosaved. Ich weiß auch schon, wie wir die Falle auslösen und danach selber durchgehen können. Ja, sorry, Rakash. Husch! Okay. Verdammte Kiste. Die Fallen sind ganz schön schnell. Ah, jetzt will ich wissen, wie wir da vorbeikommen. Vielleicht, wenn wir unsichtbar sind. Ja, komisch. Die müssten eigentlich irgendwie mit Druckschalter oder sowas funktionieren. Ich weiß es nicht. Müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Also gut, die Fackel will ich trotzdem ausmachen. Irgendwas Genaues sehen können wir hier auf jeden Fall nicht. Dann machen wir uns mal unsichtbar. Okay, Unsichtbarkeit hilft definitiv nicht. Scheiße, da kann man denn da überhaupt vorbei? Das muss irgendwie gehen, oder? Aber Leute, wie kommt man da vorbei? Ich weiß es doch nicht. Nein. Das muss irgendwie möglich sein. Das muss gehen. Nur dein Klon kann hier durch. Ach, ach so. Oh. So, Rakash. Dann gehen wir hier durch. Und hier bitte auch. Und dann kannst du hier mal schön die Falle deaktivieren, Alter. Ist das jetzt safe? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Oh, sieht gut aus. Jawohl, ja, geil. Geil, Alter. Jetzt können wir hier einfach durch. Kann ich das wieder aktivieren? Jetzt ist die Falle wieder aktiv. So, erstmal schließen wir hier die Tür auf. Dann schauen wir mal durchs Schlüsselloch. Der ist eine Minze, ja, eine Minze, ja, so sieht's aus. Aber sonst nichts, das heißt, wir können einfach reinhuschen. Eine Münze nur, schade. Mist, Mist, Mist. Oh, müssen wir wieder zurück. Naja, in dem Fall muss die Falle leider doch noch mal deaktiviert werden. Naja, gut, aber wir haben die Münze gekriegt. Sehr nice. Hier war alles schon tot, ne?
Soweit, der eine Typ schläft noch. Der lebt noch, aber der schläft die ganze Zeit. Können wir auch gleich ganz gemütlich. Du hast gar nichts gehört. Du alte Schnarchnase, du. Hörst du das hier? Achtung! Und tschüss. Oh, er klopft ab. Oh, und wir lassen ihn trotzdem nicht in Ruhe. Naja, gut, hilft nichts. So. Ah, okay, jetzt sehen wir das andere Ende quasi. Da können wir lang balancieren. Wer redet da? Hör auf, Alter. Mach mir keine Angst. Scheiße. Ist hier nicht irgendwo ein Aufgang oder so? Da lebt noch was. Okay, der eine Typ macht gar nichts. Und der andere Typ, der watschelt hin und her. Das heißt, den müssen wir uns dann schnappen. It's getting a bit dry around here. Ist da wenigstens noch eine Münze hier irgendwo? Ich sehe gerade keine. Noch ein Wurfmesser geholt. Oh, hier geht's noch nach oben. Ach ja. Spacken. Dich kriege ich noch, keine Sorge. Ach. Stehen wir noch genau auf dem gleichen Sims wie eben, du Vollpfosten. Mann. Aber ich bin der Meister der Schatten. Hast du Bock auf ein Wurfmesserchen? Tschüss. Okay. Also gut, was soll denn das jetzt hier noch, wenn hier keine Münze mehr ist? Wenn hier keine Münze mehr ist, warum laufe ich denn dann hier lang? Are you kidding me? Dieser Raum kommt echt oft vor. So, hier, wo eigentlich mal ein Weinfass vielleicht drin war. Da drüben ist noch einer. Okay, er hat uns noch nicht gesehen. Er hat nur gedacht, was soll das denn für ein geiles Ding hier? Ey, geil. Jungs, ich bin voll unsichtbar und so.
bolts. Nothing here. Ja, Mist. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen, ohne gesehen zu werden? Ach, na tolle Wurst. Dies muss doch irgendwie gehen. Na gut, komm, wir versuchen es nochmal. Muss machbar sein. Komm schon. Ich weiß gar nicht, wo ich da gerade die ganze Zeit noch rumeiere. Aber ich will noch, eigentlich will ich noch eine Münze oder ein paar. Oh Gott, ist das noch dieser Safe? Na, tolle Wurst. Dann machen wir so. Zack. Zack. Dann hier den Hebel. Schlösser knacken kann der Klon nicht, oder? Naja, gut. Machen wir dich mal weg. Du hast tolle Dienste geleistet, netter Klon. Das war wirklich toll, 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 toll. So, hier war ja niemand drin. Da können wir einfach die Münze rausholen und uns wieder verkrümeln. So. 17. Mann! Drei verflixte Münzen, die noch fehlen. Das kann doch nicht sein. So. Der Typ, der da hinten noch schläft, der muss noch weg. Eieieiei. Na, dann komm mal her. So. Ganz großes Kino. So, Fackel aus. Fackel aus. Ich stehe da ja. Vielleicht will ich lieber zu der anderen Seite. Ich save nochmal. So. It's getting a bit dry around here. I thought I saw. Scheiße. Okay, also der Weg da hoch scheint mir schon gar nicht so schlecht zu sein. Is someone there? Hä? Oh, hallo. So, den kriegen wir jetzt aber, bevor er uns entdeckt.
Jetzt sind hier nur Wurfmesser und Goldharztränke. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch eine Münze sein, verdammte Kiste. Wieso habe ich das eben noch nicht entdeckt gehabt? Das war gar nichts. So. Okay, shit. Sind da noch mehr? Oh, da sind bestimmt noch ganz viele von solchen komischen Korridörchen. Hat von euch noch jemand ein Messer dabei gehabt? Yeah, nice. Okay, das war der, wo nichts war. Außer dieser wunderschönen Übersichtsplattform hier. Na gut. Ich gehe mich noch mal ein bisschen umgucken. Wenn ich noch was finde, zeige ich euch das auch noch. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge irgendwo vorm Versteck wieder. Also bis dahin. Tschüss. Oh Mann, ey.